Andreas Heimburg. Scheiß die Wand an. Wieder unterwegs. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Geburtstagsparty meiner Schwester. Die war ja jetzt neulich bei mir zu Besuch. Und da die Geburtstag hatte und jetzt eine fette, fette Party macht, bin ich jetzt dran. Die Gute wohnt ein bisschen weit weg. Ich habe jetzt 2 Stunden Autofahrt vor mir. Deswegen will ich auch gar nicht so viel quatschen. Es sei denn, es kommt jetzt gleich hier der Mega-Burner. Ich bin jetzt gerade losgefahren. Ich mache bestimmt auch noch irgendwo eine Pipi-Pause, wo ich dann euch nochmal mitnehme. Mal sehen, ob ich heute rausfinde, was passiert, wenn man eine Kamera am Steuer hat. Ich glaube, wir bewegen uns hier gerade auf einer gesetzlichen Grauzone. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Vlog, der startet jetzt spät, uhrzeittechnisch. Also wir haben jetzt schon gleich 17:45. 8 Uhr sollte ich doch da sein. Party hart. Und dann bin ich mal gespannt, wie gut die Jugend von heute feiern kann. Meine Schwester ist auch noch ein bisschen jünger als ich. Und entsprechend sind die Freunde natürlich auch alle ein bisschen jünger. Gucken, ob der Onkel Heimburg denen was vormacht oder andersrum. Wir sehen uns, wenn was Spannendes passiert. Ansonsten, wenn ich bei meiner Schwester angekommen bin. Bis gleich! So, und jetzt sind wir schon voll fast da. Ich glaube irgendwie nur noch so Viertelstunde, 10 Minuten oder so. Boah, und ich bin voll in meiner Heimat. Ich komme ja eigentlich hier vom Niederrhein, da wo ich jetzt wieder bin, und es ist einfach nur geil. Ohne Witz. Ohne Witz ist das geil. Es ist einfach so schön hier, so flach, ruhig, Zäune, überall Schafens und Kuhens. Einfach nur idyllisch schön. Ich bin jetzt hier irgendwo Höhe Rees, Kalka, so die Ecke. Also hier kommt nicht mehr viel außer Holland. Der leckere Nederland. Ja, ist nichts Spannendes passiert, ganz ehrlich. Ja, und weil wir jetzt auch in 5 Minuten da sind, präsentiere ich euch mal hier jetzt meine Schwester. Ja, Bums. Und hier wären wir. Wir sind jetzt da, wir sind angekommen und da gehen wir jetzt erstmal hin. Ich muss die Tasche hier mitnehmen mit den ganzen Geschenken. Habe ich noch irgendwas? Nicht, dass ich was vergesse. Handy am Mann. Hallo! Ihr habt mich schon gesehen. Oder irgendjemand hat mich erkannt. Kann natürlich auch sein von meinen 1 Milliarde Abonnenten. Aber ich glaube eher, es ist meine Schwester. Ruhig ist es hier. Na du? Also, gut angekommen bin ich ja. Und hier gehen die Leute ein und aus. Das ist so unglaublich, es ist wie eine Facebook-Party hier. Und ich komme mir vor wie eine Motte im Licht. Guck mal, da ist meine Schwester. Ja, was soll ich sagen? Ich bin halt alt-älter Heimburg, ne? Wenn ich die Kiste trinken würde, dann wäre ich auch wieder 24. Dann würde ich auf den Tisch tanzen. Das allergeilste Geschenk war auf jeden Fall, glaube ich, ein Justin Bieber Aufsteller. Beziehungsweise 2 Justin Bieber Aufsteller in Originalgröße. Ja, ein Zeichen, dass ich alt werde, ist auf jeden Fall, dass ich keinen Selfie-Stick habe. Guck mal, ich habe eine Schwägerin. Willst du dich mal vorstellen? Wer sieht uns jetzt alles? Ist live. Live. Ist es live? Mm-mm. Oh, jetzt sehe ich aber nicht so gut aus. Ist das schon online? Nein. Achso. Das ist meine Schwägerin in Spee für den Fall, dass meine Halbschwester ihren Freund heiraten würde. Ich finde, wir sehen noch aus, als wären wir irgendwie verwandt, oder? Wir? Ja. Das kann ja nicht genetisch. Das kann ja nicht sein. Werde ich jetzt berühmt, dieses Video? Ja, für 190 Leute bestimmt. Weißt du eigentlich, dass das Video von dir, nur weil du im Profil in dem Vorschaubild bist, dass das schon 1,4 Millionen Klicks hatte jetzt? Mega. Wie oft werde ich angesprochen in Hamburg? Hast du denn schon Ey, es hat geklingelt. War das nicht der Stargast Justin Bieber? Ach Quatsch. Ach Quatsch. Guck mal. Der Justin ist da. Der Justin ist da. Justin. Ey, was ist hier los? Vor allem kommen wir jetzt in die Bild-Zeitung, weil niemand wusste, dass Justin Bieber einen Zwillingsbruder hatte. Ich frage dich jetzt genau, wie meine Schwester, ob du was für die Nachwelt festzuhalten hast. Ja, dass Justin Bieber echt ein toller Mensch ist. Ja, das stimmt. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber... Ja, ich kenne ihn jetzt nicht gut. Hast du schon mal mit dem irgendwie... Eingetrunken, mein Gott. Achso, ja, haben wir auch schon. Ja. Ja. Hat er nicht auch Drogen genommen und so? Ja, der hat ja. Sogar ganz schlimm. Der sieht nicht mehr so aus. Ja. Das ist der Justin.
macht der? Schreibt der Gedichte oder? Erstens ist er wunderschön. Achso, das reicht ja voll. Ja, ich auch weiß das eigentlich. Er ist aber Justin Bieber in seinen ganz schlechten Zeiten hier. Ja. Schon, alter Sack! Jetzt habe ich mich mal in die Küche verkrümmelt. Oh Mann, das ist so laut, ne? Ich bin auch ziemlich müde, muss ich sagen. Aber Spaß in der Backe haben die Leute hier. Ich habe auf jeden Fall ein neues Gartenspiel gelernt. Ich check's zwar nicht, bin's doof dafür. Was nimmst du eigentlich die ganze Zeit auf? Ach, nix. Ich würde gerne ein Video machen zusammen. Ja, bitte. Hallo. Super. Hallo, meine Fans, ich liebe euch. Wie viele Abonnenten haben wir? 190.000. 190.000. Alter! Hallo, 190.000. Ich freue mich schon über 11.000, Junge. Das ist einfach nur kamerageil. Kamera raus. Es ist kamerageil hier. Ja, kannst du bitte noch irgendwas meinen? Wir haben noch gar kein Video gemacht mit unseren Löwen, mein Freund. Ja, das stimmt. Ja, das muss passieren. Ich bin hier an der einzigen Lichtquelle und hier sind alle. Alle klauen mir mein Licht. Weil die Tiere fliegen immer zum Licht. Und wir sind Löwen. Löwen on Tour. Das Gute ist, dass ich gar nichts sagen muss und der Comedy-Effekt kommt von ganz alleine. Ja, richtig. Aber wir haben es nicht gehört, ne? 190.000, meine Freunde. Das ist schon viel. Ja. Also, ja. Ne? Was? Bap? Badalina? Dab? Badalina? Dab? Ich bin 21 Jahre alt. Sieht aber aus wie 50. Danke. Danke. Bitte. Und ich werde hoffentlich in meinem Leben noch erleben, dass Schalke Meister wird. Das wird 50 Jahre vielleicht. Das wird sehr schwierig. Ja, was soll ich sagen? Blau und Weiß ein Leben lang. Schwarz und Gelb ein Leben lang. Schwarz-Gelb, Weiß-Blau. In den Farben, den Trend, in der Sache vereint. Genau. Ich hätte nie gedacht, dass du Schalker so sein kann wie ja, natürlich. Natürlich. Auch wenn er auf YouTube kommt, Freunde. Stimme so scheiße ist, aber ich liebe alle meine Leute. Also ich glaube wirklich, dass die Stimmung sehr gut eingefangen wurde jetzt gerade. Es liegt aber auch am Porträt. Ich müsste hier mal hier das Licht. Warum? Macht das nicht? Das ist die Schokoseite. Achso. Ich habe keine Schokoseite. Meine beiden Seiten sehen gleich scheiße aus. Nein. Du bist von vorne, okay. Wer schlägt hier einen Becher in? Ach du? Da bin ich jetzt reingetreten. Das ist natürlich scheiße. Aber wenn du einen Maler. Wenn du einen Maler und Lackierer brauchst, ne? Wer steht denn da ein Becher hin? Boah, bist du sicher, dass das was zu trinken war? Vielleicht war die Toilette besetzt. Ja, Highlight zum Abschluss. Noch die Bude demoliert. Ja, aber das trocknet weg, sagt der Fachmann. Okay. Also, ne, das ist deine Scheiße, Alter, hast du gesagt, ne? Stimmt. So, deshalb, ich fahre jetzt wieder. 2 Stunden. Leider. Ist das so. Ich kann ja unterwegs schlafen. Ist ja nicht schlimm. Willst du noch mehr sagen außer E-Bims? Justin Bieber for life. Ja, das. Ja, ja oder? Ja. Du hast auf jeden Fall dein schüchternes Image gebrochen. Okay. Du auch noch was sagen? Sag mal Justin Bieber for life. Justin Bieber for life. Siehst du? Ja. Ich würde doch alles sagen, ne? Ja. Aber auch nur für die Kamera. Ja. Ja, aber ich sag dann gleich noch gute Nacht am Ende des Videos. Wahrscheinlich, wenn ich zu Hause bin. Ich schreib dir dann auch. Ja, das wäre nett. Hier. Ins Vorloch. Ja. Wieso geht's denn? Ich bin wieder zu Hause. Das Video ist vorbei. Es ist jetzt gleich 3 Uhr. Boah, ich war ja schon so müde auf der Party. Einfach weil der Tag so anstrengend war. Und dann jetzt noch die Rückfahrt und so, das ist schon hart.